Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute Review zu dem Film Source Code. Ich habe euch ja vor kurzem hier das Mediabook vorgestellt. Link dazu, ja, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier oben. Ja, in diesem Video geht es um das Review zum Film und am Ende sage ich nochmal was zu der 4K-Qualität der Scheibe. Ja, Film aus dem Jahre 2011 von Duncan Jones mit ja sehr, sehr vielen guten Schauspielern. Ja, Jake Gyllenhaal, den ich mir immer ja sehr gerne anschaue in Filmen. Ja, Michelle Monaghan, ich glaube, so wird es ausgesprochen, ist mit dabei. Vera Farminga ist mit dabei und Jeffrey Wright hier mit am Start. Also wirklich auch sehr, sehr gute Schauspieler bei diesem Film dabei. Aber worum geht es denn jetzt überhaupt? Es ist so, man kann sagen, so ein Science-Fiction-Thriller, so eine Mischung aus täglich ruhig ist das Murmeltier und so weiter. Ich will auch an dieser Stelle gar nicht so viel über die Story verraten, weil das wäre dann doch schon ja mit sehr viel Spoilern. Also ich muss versuchen, das ein bisschen alles zu umschreiben, ja, was glaube ich gar nicht so einfach sein wird. Aber kurz die Geschichte zusammengefasst. Jake Gyllenhaal ist ein Soldat, der ja plötzlich aufwacht in einem, oder besser in einem Test, an einem Test teilnimmt, wo er sozusagen aufwacht in einer Person in einem anderen Körper, 8 Minuten bevor diese Leute sterben. Also es gab einen Anschlag, wo eine Explosion in einem Zug stattfindet und er kann sich in diese Testperson hineinversetzen bei diesem Experiment und kann sozusagen 8 Minuten vor der Explosion das nochmal alles erleben und soll halt in dieser Zeit den Bombenfinder ausfindig machen, also den Bombenleger ausfindig machen, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Aber er will natürlich noch mehr, will noch die Menschen in dem Zug retten. Und wie gesagt, mehr will ich auch zu dieser Story jetzt gar nicht sagen. Ja, das Gute ist, dass der Film anfängt, dass wir auch gar nicht wissen so richtig, was ist das für ein Experiment, was ist da los. Und da versetzen wir uns halt wirklich in die Rolle von Jake Gyllenhaal rein, weil er auch so aufwacht und gar nicht weiß so wirklich, was ist jetzt los, wo bin ich hier, was soll ich machen. Und im Film über immer so Versatzstücke erhält, wo ist er, was soll er machen. Und wir immer mehr über ihn erfahren, wieso er da ist, was ist mit dem Experiment. Wir immer weiter wissen, was ist mit dem Bombenleger, wer ist das und so weiter. Das wird alles so nach und nach wirklich auch gut erzählt und gut aufgedeckt. Da ist der Film wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze ist auch gut umgesetzt. Ja, wir haben jetzt ja auch nicht so viele Settings. Das spielt natürlich hauptsächlich in diesem Zug, wo wir die Szenen natürlich immer wieder, wie gesagt, täglich ruhig das Murmeltier, öfters immer diesen Anfang wieder sehen. Aber das wird halt gut gemacht, dass da manche Sachen, was wir dann schon mehr als gesehen haben, einfach übersprungen wird. Nur wenn sich was ändert, sehen wir diese Szene halt neu. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Es ist auch spannend inszeniert. Man will so wirklich wissen, was ist da los? Wie funktioniert das alles? Und da, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Neugier, die am Anfang stattfindet, haben wir in der zweiten Hälfte nicht mehr so wirklich. Da zerfällt so ein bisschen das Konstrukt. Also ich sag mal, da fangen dann so ein bisschen diese Logik-Sachen an. Weil, wie gesagt, wie dieser Test stattfindet, oder wie gesagt, diese Maschine oder der Source Code, so heißt ja der Film auch, wird uns nie so wirklich richtig erklärt. Ja, es werden immer so ein paar Bruchteile uns erklärt, aber die ergeben nachher am Ende hin, bin ich ganz ehrlich, hat das so ein paar Logiklöcher. Ja, wir haben dann noch so eine kleine Liebesgeschichte da natürlich mit drin. Ja, wie gesagt, die wirkt jetzt nicht zu doll aufgesetzt. Das funktioniert auch ganz gut. Aber das Ende ist eigentlich auch ganz gut. Also wie gesagt, der Film an sich, so, man kann da wirklich Spaß haben, er ist mal ein bisschen was anderes, er ist auf jeden Fall spannend inszeniert, er ist auch gut inszeniert, wir haben gute Schauspieler, ja, das ist so das ganze Positive. Negativ, wie gesagt, Kritikpunkt, den man jetzt anmerken könnte, ist, dass das Konstrukt zum Ende hin doch sehr viel Logiklöcher hat, sagen wir es mal so. Das ganze Ende, ja, ergibt so fast keinen Sinn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber das ist so, ja, der Punkt, ja, das ist der Punkt, der mich jetzt so gestört hat. Es kann aber bei anderen sein, dass es nicht so doll auffällt oder ein bisschen egal ist, aber das ist so ein Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Wie gesagt, der Film an sich von mir jetzt kriegt so noch eine sehr gute 3 von 5. Ist mal ein etwas anderer, so Science-Fiction-Thriller in dieser Art. Gibt es zwar auch schon andere Filme in dieser Art, aber wie gesagt, das macht er alles ganz gut. Und wie gesagt, Jake Gyllenhaal ist für mich wirklich ein guter Schauspieler. Ich mag alle seine Filme und er macht das hier super. Wie gesagt, das Ende mit der Logik. Da hapert so ein bisschen bei diesem Film.
Ja, wenn ihr den Film schon gesehen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Kommen wir nochmal kurz zu dem Mediabook, die Qualität der UHD. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die ist jetzt nicht irgendwie so besonders. Wie gesagt, der Film hat jetzt auch nicht viele große Settings oder irgendwelche besonderen Sachen. Ja, der spielt halt hauptsächlich in diesem Zug oder es sind halt sehr viele Dialoge, die stattfinden in einem, ja, man könnte fast sagen, in dunklen Raum, in einem, ja, in so einem, ja, ich sag mal, Frack sozusagen. Ja, da ist nicht viel groß, ja, was jetzt auch mit Farben oder so, das ist nicht groß besonders und die Blu-ray sieht da jetzt nicht viel schlechter aus. Natürlich haben wir ein bisschen mehr Schärfe drin, das ist klar, die Farben, ja, der ist auch, so viele Farben hat dieser Film auch gar nicht, der ist so ein bisschen dezent, auch was die Farben angeht, aber ich sag mal, ja, muss es jetzt unbedingt die 4K sein, wie gesagt, natürlich profitiert es ein bisschen von der Schärfe und ein bisschen von den Farben natürlich noch, aber das ist nur minimal. Ja, also bin ich ganz ehrlich, das ist nur minimal. Und trotzdem ist die 4K natürlich das beste Bild von allem, muss man jetzt mal an dieser Stelle nochmal sagen. Muss halt jeder für sich selber wissen. Ja, in diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.